Hallo und herzlich willkommen zu meinem Trading Guide für den DAX, Dow, Gold, Silber und Bitcoin am Donnerstag bzw. zum Donnerstag, den 4. April 2024. Beinahe hätte ich gesagt, hallo zum Glaskugelfernsehen. Und weil zumindest mal nimmt sie doch langsam wieder so ein bisschen Formen an. Und nachdem es in letzter Zeit so ein bisschen schwieriger war, finde ich, war das halt heute dann doch nochmal ein bisschen einfacher. Ich habe mir definitiv vorgenommen, habe ich zwar gestern auch schon und nicht geschafft, das Ganze kürzer zu halten, und heute, ich verspreche euch, ich werde es hinkriegen. Ich finde nämlich, 30 Minuten sind irgendwie zu lang, das muss kürzer gehen. Und damit an der Stelle steige ich auch sofort ein in das, was ich gestern gesagt habe und was der Markt dann gemacht hat. Trotzdem natürlich freue ich mich, und das eben natürlich auch noch am Rande, ganz klar, immer wichtig, gebt eure Kommentare sehr gerne hier bei YouTube unten rein. Klingt ein bisschen komisch, ich weiß. Hätte auch besser formuliert werden können. Also ich freue mich drüber, wenn ihr euren Input gebt und ich dazu was sagen kann. Ich fange an mit dem DAX. Zum DAX gab es ja zwei Szenarien, beziehungsweise eigentlich nur eins. Er sollte nach Möglichkeit darauf in die rote Zone und dort dann eben auch wieder rückwärts laufen. Das heißt, einmal long, einmal short. Hat er gemacht, ist raufgelaufen, hat er gemacht und ist runtergelaufen. Konnte man es handeln? Einmal ja, zweimal ja. Und ich habe das halt tatsächlich auch mal gemacht und zeige das hier eben auch mal ganz schnell am Rande. Also hier eigentlich auch ganz ähnlich, bin einmal rauf, ein Stück, nicht ganz bis rauf und dann nochmal runter. Getreu der Devise, ne, wie ich es ja immer wieder sage, am besten irgendwie skypen und nur eine kurze Strecke mitnehmen und dann sollte das funktionieren. Hat bei mir funktioniert, sollte bei euch auch funktionieren. So, damit ist der DAX abgefrühstückt. In der Rückschau kommen wir direkt zum DAO. Also ihr merkt schon, ich versuche hier ein bisschen Tempo drauf zu geben auf die Uhr. So, hier das gleiche in grün, habe ich halt auch gesagt. Ich glaube nicht, dass der runterfällt, nachdem der sich hier unten so aufbaut. Der wird sich schon versuchen, in irgendeiner Form nach oben zu drücken. Dann gab es hier die blaue Zone. Zeitlich passt es natürlich nicht, das ist ja klar. Ich habe das ja gestern Abend gemacht, ne, als der Markt dann eben zu hat. Das heißt, die ganze Zeitachse muss man natürlich dann nach rechts schieben. So, das heißt, hier würde das dann eigentlich stehen. Und da sieht man, der Pfeil hier rauf, einmal habe ich halt auch gesagt, kann natürlich auch long und kann man short. Also einmal raufgelaufen bis da rein. Die 277 sollten von unten kommen, sollten auch reagieren. In Verbindung damit, das Maximum war hier oben. Ist er raufgelaufen? Ja. Konnte man es handeln? Ja. Ist er runtergelaufen? Ja. Konnte man es handeln? Ja. Und auch hier ganz kurz, wie das aussieht, wenn man das gemacht hat. Eigentlich nur zwei Trades. Hier oben war ich nur ein bisschen übereifrig, eben mit dem Stop hinterherziehen. Habe ich mir nachher gedacht, oh komm ey. Ich musste dann halt dreimal rein, bin jedes Mal knapp ausgestoppt worden. Den letzten habe ich dann hochgesetzt, habe also einmal dann halt hier 190 Punkte rauf und einmal 107 Punkte runter. Hat also gepasst, so viel zur Glaskugel im DAO. Ne? Ich weiß, klingt immer ein bisschen übertrieben, ist so natürlich nicht gemeint, natürlich ein bisschen scherzhaft gemeint. Aber ich freue mich natürlich, wenn eben die Ansagen dann passen. Beim DAO habe ich auch gesagt, ist mir völlig egal, ich werde mich nicht festlegen, wie die Tageskerze endet. Und das war dann auch absolut richtig so, das halt eben auch so anzugehen. Gold sollte steigen, hat es gemacht? Ja. Damit ist schon die Rückschau für Gold erledigt, kann nämlich einfach weiterlaufen. Der Bitcoin sollte mir Schmerzen machen, hat er gemacht? Ja, hat er gemacht. Und weil ich halt gemeint habe, ne, so irgendwie, ach, das sieht noch nicht gut aus, mal gespannt, ob wir hier noch irgendwie ein bisschen was nach oben kriegen, ob sich das hält. Und aber okay, da gab es kein nichts für den Tag, sondern nur eben insgesamt für den Coin als solches, weil das eine längerfristige Entwicklung ist. So, damit habe ich den Rückblick schon geschafft innerhalb der ersten 5 Minuten. Das ist schon mal ein gutes Zeichen und lässt doch hoffen, dass es eben auch zum Ende hin diesmal nicht eskaliert. Wie immer, schreibt eure Kommentare, Anregungen bitte gerne rein. Und bevor ich jetzt eben zur Vorschau für morgen komme, um die ich mir noch nicht viel Gedanken gemacht habe, das heißt, die wird nicht ganz so schnell gehen, weil ich gucke mir das dann eben an, gucke dann da drauf, nehme euren Input und dann versuche ich das zu finalisieren. Der VMAX oder die VMX schreibt, Namen ja, 190 Punkte, nur möglich, weil du skaliert hast. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich das skaliert habe, ehrlich gesagt. Ich glaube fast nicht, aber ich gucke nochmal drauf, auf jeden Fall. Ich nehme die Kritik natürlich an. Nicht, dass ich hier irgendwas sage, was nicht stimmt, weil ich habe den hier unten irgendwo, habe ich mir den eingefangen. Von 101, ja, du hast aber vermutlich recht, ne? Also ich bin auch nicht bis ganz rauf, sondern nur bis zur, hier oben knapp unter die 300, weil ich mir dachte, die 277 hält nicht so lange. Also das heißt, wir haben halt hier dann eine Strecke von, wo fängt das an? Als Beispiel maximal bei, was ist das? Sagen wir mal 100 bis rauf an die 311. Doch,
ist nicht skaliert. Das war tatsächlich möglich, das so zu machen. Außer ich habe mich jetzt hier komplett verrechnet, sollte aber eigentlich nicht. Ne? Irgendwie so knapp von der 100 kommt, weil das hier war ja während im Kassa. Ne? Also ich habe mich da schon irgendwie ganz gut da unten eingefunden. Ich sage ja auch nicht, dass man irgendwie für garantiert 190 Punkte hat mitnehmen können, aber ich habe es nicht skaliert. Ich habe da halt einfach nur 5 Kontrakte reingetan und habe die mit nach oben genommen und das ist dabei rausgekommen. 190 Punkte. Stimmt also tatsächlich dann doch. Schön. Also, aber trotzdem immer gut, wenn ihr sowas dann halt irgendwie dann auch da reinschreibt. Aber ich war nur mit 120 Punkten. Also, es tut mir wahnsinnig leid, dass du nur 120 Punkte da mitnehmen konntest. Also, ehrlich jetzt, ne? So, nee, okay, passt, ne? Gut, sei mir dann auch gegönnt, dass ich dann halt vielleicht ein bisschen besser reingekommen bin. So, ja, aber ne, es geht ja darum, man nimmt ein Stück mit, aber im DAU war es tatsächlich dann halt irgendwie mehr als nur ein Stück. Einmal die Reise komplett nach oben und ein Stück nach unten. Nicht die ganze Reise habe ich auch nicht nach unten. Ne. Das habe ich dann auch irgendwie gedacht, komm, was weiß denn ich, ob der jetzt noch tiefer kommt, ne, geh da raus. Deswegen mal 100 Punkte nach unten, okay. Aber ne, das sind natürlich dann genau die Tage, die man auch braucht. Also DAX zusammengerechnet, DAU zusammengerechnet, das ist halt ein Wochenergebnis, ganz locker. Ne. Und hier waren er auch irgendwie 80 Punkten und Cashy Cashburner hatte diagonal gezeichnet. Ja, okay, gut, wenn es zusammenpasst. Ne? Aber da an die Frage an dich in der Runde, Cashy, hast du mir eine E-Mail geschrieben? Weil ich habe irgendeine E-Mail bekommen von irgendeinem Support und keine Ahnung, wer das war und ohne Text. Also ich glaube, wenn du das warst, dann schreib nochmal was irgendwie ein bisschen genauer dazu. Auf jeden Fall, irgendeine Mail ist angekommen, die ich nicht zuordnen konnte. So, wenn nicht am Schirm, sind deine Stops woanders als vor dem Schirm sitzend. Also, ja, das. Hä? Nein, gut, muss jetzt irgendwie ein bisschen genauer spezifizieren. Aber ich habe versprochen, heute wird's kurz. Also, an der Stelle, bevor es zum Ausblick dann natürlich geht, bitte liked das Video, erzählt es weiter, abonniert den Kanal und schmeißt die Glocke an. Und wenn ihr es ganz, ganz richtig machen wollt, dann holt euch einen StereoTrader und am besten noch das Live-Chart-Add-on dazu. Und damit eben gehen wir in den Ausblick für den Donnerstag. Ist jetzt die Frage, ob da wahnsinnig viel passieren wird. Ne? Es ist ein Tag vor den NFPs. Die NFPs knallen ja in letzter Zeit immer ganz gut rein. Von daher sollte man da heute vielleicht nicht zu viel erwarten. Ist aber auch jetzt erstmal nur so eine vage Vermutung, ne? Und hat jetzt nicht unbedingt den Anspruch, dass das genauso wird. Also im DAX, was wir halt hier sehen, ne, ist halt berechtigterweise hier unten Support. Also hier ein kleines neues Tief hat er dann halt eben abgeliefert, der DAX. Hier die Dinge halt weg. Kleines neues Tief abgeliefert hier, ne, gegenüber dem Vortag. Aber generell, ne, das hier, das hat ja seinen Grund, warum das alles grün ist und auf Pfeil nach oben zeigen. Das heißt, er hat sich hier unten gefangen, ist also auch nicht erstmal weiter nach unten gefolgt, sondern hat sich da halt gewehrt. Das war zu erwarten, hatte ich beschrieben und das macht er dann auch so. So, das heißt, hier haben wir jetzt eigentlich immer noch ein bisschen was nach oben offen, wie ich finde. 433 da oben, also diese Zone, ne, weil halt eben hier oben dieser letzte Support stand. Das wäre eigentlich schon noch mal denkbar. Jetzt mal rein vom H1 ausgehend. Gucken wir im Daily mal eine Etage höher, wie es da aussieht. Da vermute ich nämlich, setze ich nämlich an dem Framing an. Das war ja auch der Ansatz, warum der überhaupt da reagieren sollte. Ne? Also hier genau an der Bruchstelle vom Framing, wo es hier von grün nach rot gedreht hat, da sollte der erstmal hin. Und das ist erstmal gut so. Und da schließt er auch fein drunter, wie man sieht. Ne? Und das ist auch gut so. Das heißt, das ist halt erstmal sehr, sehr sauber, was der DAX da macht. Und das ist nicht unbedingt bullisch. Könnte sein, dass wir jetzt hier nochmal irgendwie so ein bisschen Bewegung nach oben kriegen. Dass der jetzt von hier einfach nochmal da reinläuft, ein neues ATH macht, halte ich erstmal für nicht so wahnsinnig wahrscheinlich. Dafür ist das hier zu deutlich und die Gegenbewegung auch, finde ich, so ein bisschen zu gering. Er könnte aber schon noch hier oben ein bisschen ausloten. Wichtig wäre natürlich hier, damit es short bleibt. Ja, also ich meine, klar, wir hatten jetzt einen Tag, der nicht so wahnsinnig short war. Damit es aber short bleibt, sollte der nicht allzu weit da reinlaufen und auf gar keinen Fall in diesem Bereich schließen oder beziehungsweise über dem Vortageshoch, über der Bruchstelle, also nicht über, was ist das hier genau? Da kommen 18.369. Da sollte er besser nicht drüber schließen, sondern irgendwie so eine Gegenbewegung nach oben machen und dann am liebsten nochmal hier unten irgendwo rauskommen oder meinetwegen auch gerne tiefer. Das wäre jetzt mal so das Wunschprogramm. Im DAX würde sich ja dann auch decken mit dem, was ich hier gerade gesagt habe, dass wir nämlich einfach nur diese Bewegung, dass wir die jetzt einfach voll machen bis da oben hin. Weil dafür spricht, also dass wir auch jetzt noch ein bisschen was nach oben kriegen, dafür spricht natürlich halt hier, ne, wieder mein Kollege
S&P 20, ach ganz lustig, hier hatte ich diese Linie eingezeichnet für den möglichen weiteren Verlauf im S&P 20 und da liegt er fast genau drauf. So, S&P 20, weil biegt sich nach oben, ne? Das ist halt einfach mal für mich so der simpelste Indikator für die aktuelle Tendenz. Macht er hier erstmal, passt das Ganze auch in einem Framing, das halt eben bullisch ist, von daher darf der sehr gerne da auch noch ein bisschen höher sich versuchen. Sollte aber dann halt hier möglichst nicht drüber kommen und wie ich ja auch gerade schon gesagt habe, am besten auch nicht irgendwie über der Eröffnung schließen, sondern am liebsten wieder da, wo er gestrandet ist oder von mir aus gerne auch noch tiefer. Ja. Und kann natürlich aber sein, dass der Markt dann sich sagt, was der Hilger mir von mir will, ist mir doch komplett völlig schnurzegal, ich laufe trotzdem da oben raus, dann kann ich es nicht ändern. Ja? Also das ist natürlich ganz klar, also das muss ich eigentlich nicht dazu sagen. Das ist alles keine Raketenwissenschaft, das Ganze basiert immer nur auf Annahmen und die halt eben durch die Vergangenheit geprägt sind, wie so ein Markt halt eben läuft. Und deswegen kann ich das natürlich nie irgend oder ganz selten irgendwie sagen, so, das wird jetzt hundertprozentig so. 100% eh nicht, wenn dann 99, aber haben wir ja auch nicht. Ne? Aber das wäre jetzt erstmal plausibel, einmal irgendwie bis da rauflaufen, dann halt nochmal runterkommen, dann möglichst hier unten irgendwo schließen oder so tief auch immer er möchte. So, kommt er aber hier oben drüber zum Stehen, ja, also über dieser roten Zone, als Beispiel läuft da oben raus, dann kann man das natürlich vergessen. Ne? Das heißt, dann ist einfach Schluss mit lustig. Das heißt, ich würde hier versuchen, sofern jetzt irgendwie der Kassamarkt auch hier in dem Segment, das ist natürlich ganz wichtig, sofern der hier irgendwo öffnet, würde ich versuchen, long mitzugehen erstmal und dann halt gucken, wie weit er da oben kommt. Und wenn dann halt eben Anzeichen kommen dahingehend, dass er hier oben reagiert, long raus und dann vielleicht auch direkt short rein. Dass er direkt hier runterfällt, halte ich erstmal für unwahrscheinlich. Wäre natürlich auch noch eine denkbare Variante, dass da über Nacht halt irgendwie der Markt sich da halt irgendwo auf der Stelle was zurecht strauchelt und dann doch nicht mehr weiterkommt. Und sollte der hier nochmal unter den S&P 20 kommen und der sich nochmal wegbiegen, dann kann er natürlich auch direkt unten rausfallen. Ne? Also das hier wäre natürlich so mein präferiertes Szenario. Einmal rauf, einmal runter, tiefer schließen, fein. Und aber ob das so kommt, weiß ich nicht. Man sollte es im Auge behalten, die 433. Ebenso halt hier, was er über Nacht dann halt treibt. Zum Dow, der stellt sich hier so ein bisschen arg an, finde ich. Also vor allen Dingen, wenn ich die letzte Bewegung hier sehe, eben mal hier so ganz schlappe, 160 Punkte runter in einer Stunde, nochmal 160 rauf in einer Stunde. Das ist natürlich nicht so nett, ne? Erzeugt aber relativ klar von der Gegenwehr. Auf der anderen Seite, da unten ist das Volumen ausgegangen, gestern aber dann eben auch nur. Ne? Also eben nur am Mittwoch. Was natürlich nicht heißt, dass das so bleibt. Oftmals ist so ein Ding ja irgendwie dann auch so zu interpretieren, dass man sich so halt was dazu denken kann, nämlich dann halt so, ne? So irgendwie da geht's hin. Sieht man dann auch schon recht oft genug. Also das wird schon gerne nochmal angelaufen, so ein Spike. Vor allen Dingen, wenn er halt eben am Tagesende war, sollte man da vielleicht nicht allzu viel da halt drauf geben. Ne? Und jetzt nicht davon ausgehen, okay, das Ding dreht genau komplett nochmal nach oben. Was man halt hier sieht, was mir auffällt, ist ja, dass er eigentlich in dieser eigentlichen Supportzone da halt irgendwie zum Stehen kommt. Wobei ich mich langsam frage, wo kommt denn die komische Farbe hierher? Ach so, okay. Da hat der MetaTrader irgendwie gedacht, das ist doch schöner, wenn man es irgendwie mischt. Finde ich nicht. Brauchen wir auch nicht. So, er steht also hier in dieser grünen Supportzone. Da kommt er halt immer wieder reingelaufen. Das ist halt so ein Segment, da sieht man auch mittlerweile recht viel Volumen da halt einfach am Start. Das war zu erwarten. Deswegen war die auch so fettgrün. Da war halt einfach zu erwarten, dass die nicht mal ebenso nach unten wegkippt. Das heißt, jetzt von hier ausgehend sehe ich immer noch nicht so arg viel, ja, außer dass wir hier eigentlich nur auf der Stelle treten. Was soll ich mit einem Markt, der auf der Stelle tritt, irgendwie anfangen, den zu interpretieren? Geht nicht wirklich. Ne? Das heißt, hier müsste ich jetzt anfangen, Pfeil nach oben, nach unten, alle Richtungen einzuzeichnen. Alle möglichen Szenarien halte ich irgendwie für nicht wahnsinnig zielführend. Gucken wir mal eine Etage höher auf den Daily, ob der uns irgendwas verrät. Ja, klemmt halt hier am SMA 20 im Daily, ne? Der jetzt dann auch ganz wunderbar zu dieser Supportzone passt. Wenn ich mir das aber hier oben angucke, so wie der da oben runterdrückt, ne, kann das schon gut sein, dass wir dann auch noch ein Stück tiefer kommen. Nochmal, wir haben aber morgen NFPs, also am Freitag haben wir NFPs. Und es kann genauso gut sein, dass er hier jetzt einfach nochmal so ein Ding macht und wir auf der Stelle stehen bleiben. Die Tendenz ist für meine Begriffe aber eigentlich erstmal relativ klar nach unten. Was aber nicht heißt, dass der nicht auch trotzdem sich nach oben versuchen kann. Deswegen sage ich ja halt, ne, das ist.
da finde ich jetzt irgendwie nicht wirklich prickelnd, mir da irgendwas aus den Rippen zu leiern, wo ich mich dann irgendwie dran festmachen lassen muss und wo es dann morgen heißt, hat das gepasst oder nicht, ne? Weil dafür ist es zu undeutlich. Generell, dieses, was halt hier an Pfeilen drin ist, ne, ist immer noch möglich. Das wäre dann halt das, was ja auch ähnlich wäre wie beim DAX, ne? Also dass er eben hier nochmal ein Stück höher läuft, auch das Vortageshoch raus nimmt, aber dann eben auch nochmal runterkommt. Könnte sein, ja, könnte. Aber da will ich mich ehrlich gesagt nicht wirklich festleben. Aber ich sag mal so, wenn er darauf läuft, hier würde ich nur das Long-Szenario auslassen. Wenn er darauf läuft bis da oben hin, da wäre dann tatsächlich auch mal mein Antifreund, der EMA 200, dann würde ich den da oben halt shorten. Ja? Aber die Long-Reise darauf würde ich mich ehrlich gesagt ohne weiteres so nicht trauen, da halt einfach drauf zu bauen. Dann halt eher sagen, okay, wenn ich unbedingt von hier ausgehen müsste, würde ich eher nach unten tippen, dass er nämlich halt eben hier das Low nochmal auslotet. Ich gehe aber generell wirklich davon aus, dass das heute nicht so arg viel wird, ne? Also, dass das jetzt nicht so wahnsinnig viel Bewegung heute gibt. Wie gesagt, vielleicht liege ich falsch, das werden wir dann sehen am Freitag, aber dann haben wir am Freitag ja nochmal die Möglichkeit, ja dann das auch im Live-Trading dann ja halt eben zu machen. Sollte er nach unten kommen, weil nach oben sehe ich jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel, was er da halt will, zumal wir hier unter dem letzten ATH ja dann auch gestrandet sind, ne? Was ja auch alles in der Vorschau eben für den Vortag dabei war, das passt alles soweit so gut. Das heißt, wir haben hier Gegenwehr. Sollte er neue Tiefs machen, wäre wahrscheinlich dann hier unten dieser Bereich zu suchen, ne? Also wo man halt hier einfach sieht, hier war dieser Widerstand da oben, ne? Also jetzt natürlich schon ein paar Tage länger her, ist gekauft worden, ist bestätigt worden, ist 128.000 Mal umschifft worden. Das heißt, hier liegt Volumen, gar keine Frage. Und bei 850, also 38.856 oder eben halt die 931, die er halt schon mehrfach total klasse gefunden hat. Das heißt, da hätten wir schon Chancen drauf, dahin zu laufen. Das heißt, also sollte er die Reise nach unten antreten, wären das halt so meine möglichen Targets, 931, 856. Aber am liebsten, wie gesagt, lege ich mich da jetzt erstmal nicht wirklich fest und bleibe da bei den Reaktionsmarken, wie ich sie gerade genannt habe. Gold, unverändert, bin ich der Meinung, kann einfach weiterlaufen und einfach mal, wenn man die Extensions ansetzt, einfach mal ganz klassisch nach Fibo, kommt man da oben in der blauen Zone raus bei 2360 etwa. Halte ich für absolut machbar, dass er da eben da hat einfach geradeaus hinläuft, also spricht momentan irgendwie nicht viel dagegen. Schöner Schlusskurs, 2300 All-Time High im Bitcoin ist natürlich nice, wenn man den Long dabei hat oder wenn man den Long natürlich eingetötet hat, ne? Ich meine, ich bespreche es ja schon lange genug und dann halt eben die, die es nicht gemacht haben. Schade. Gut, so, dann Bitcoin. Machen wir erstmal Silber habe ich mir mal angeschaut, aus gegebenem Anlass, weil ein Kumpel von mir, der hier auch immer wieder mal dabei ist, lieber Kian, falls du da sein solltest, ich grüße dich, und dann irgendwie gemeint hat, ja, meinst du so, irgendwie Silber endlich wieder irgendwie im Plus, also ist halt eher der Investor, weniger der Trader, und ja, will ich am liebsten irgendwie abstoßen, und da habe ich eben gesagt, wie, du stößt das ab, du verkaufst das Zeug nicht, du, ja, da ist er doch, okay, du verkaufst das nicht, du lässt das mal schön drin, weil das sieht genau aus eigentlich wie Gold, bevor es da halt irgendwie ausgebrochen ist, und von daher gibt es da gar keinen Grund, irgendwie das zu verkaufen. Und deswegen, weil ich das vorhin irgendwie auch gezeichnet habe, bringe ich es jetzt hier mal kurz mit rein. Da sieht man nämlich eigentlich sehr schön hier bei Silber, was das macht. Also wenn man das mit Gold vergleicht, kann ja jeder was selber machen. Im Weekly sieht fast genauso aus, ne? Nämlich hier so ein fetter Ausbruch irgendwie in 2020 zum Jahresende hin und dann halt hier seither nur konsolidiert. Irgendwie nicht wirklich runter und sich dann halt hier so schön. Und deswegen fand ich das halt irgendwie so nett, eben halt für Long das auch beizubehalten. Wenn man halt hier guckt, ne? Das hat sich so rund gemacht hier unten, ne, die ganze Nummer. Und das ist wirklich so, wie nennen wir es, Cup and Handle. Gut, der Handle fehlt halt eigentlich, wobei, dass man das Ding hier als möglicherweise als solchen interpretieren könnten, irgendwie als kleinen Handle hier. Und das ist eine ganz klare Long-Formation. Ne? Und da gibt es irgendwie erstmal wenig Grund zur Annahme, warum das halt da unten durchfallen sollte. Kritischer Punkt ist ganz klar die 27 bei Silber. Und weil man hier sieht, das waren halt im Weekly genau die Dinger, ja, die da halt oben immer wieder verkauft wurden. Halt auch hier die klarste Wirkungsumkehr. Hier sieht man sie. Ich hoffe, man kann es erkennen, was ich meine. Klarste Wirkungsumkehr im Wochenchart hier oben, ne? Und eben dann halt bei
bei der 27 recht genau und hier kurz vorher dran gescheitert und dann halt hier kräftig neues Tief gemacht und seither wieder nur hochgehangelt. Und jetzt stehen wir wieder da und deswegen ist die für meine Begriffe auch entscheidend. Heißt, schließt der Weekly hier drüber, gehe ich davon aus, dass Silber durch die Decke geht und eben dann halt auch hier oben diese Highs dann auch eigentlich stressfrei rausnehmen sollte. Ne? Ist, glaube ich, auch, ist das All-Time-High? Ich bin in Silber jetzt nicht so wirklich firm, muss ich gestehen. Ich habe nur das Gebilde hier gesehen und habe gedacht, oh, das geht long. Und das heißt also, Schlusskurs Weekly über der 27 würde für meine Begriffe reichen, am liebsten noch ein Stück höher. Und dann kann der nächste Woche oder sich für mich auch 2, 3 Wochen da aufhalten und dann halt so dann halt recht kurzfristig auch eigentlich da oben raus. Weil dass diese Hochs hier halten, großartig, glaube ich irgendwie nicht so wirklich dran. Dafür sieht mir das halt zu unaufgeräumt, zu undeutlich hier oben aus. Die klarste Bewegung ist für meine Begriffe ganz klar die hier, die dann halt eben hier oben begonnen hat. Ne? Also bei, was haben wir da? 28, relativ genau. Am liebsten natürlich die auch noch raus, dann wäre es halt am safesten. Aber halt, solange Silber sich in dem Segment aufhält, könnte das hier relativ stressfrei, also ich bin hier im Weekly, ne? Das ist natürlich kein Daytrading, aber trotzdem bringe ich das hier mal kurz rein, könnte sich das dann halt hier in irgendeiner Form dann halt auch so für meine Begriffe recht stressfrei nach oben rausdrücken. Und damit zum Bitcoin. Und ich bin immer noch nicht ich bin gerade mal bei 20 Minuten. Das sieht erstmal gut aus. Bitcoin kann ich aber eigentlich nicht so wahnsinnig viel Neues dazu sagen, außer dass es mir ein bisschen auf Nerven geht, dass das hier so auf der Stelle tritt. Im H1 sieht man nichts. Kam kein neues Low. Hier so ein kleiner Spike darunter. Irgendwie ein kleines neues Low. Passt aber direkt wieder gekauft worden. Zumindest mal irgendwie hier dieses Gap nicht bis ganz runter getestet. Finde ich grundsätzlich ja erstmal okay. Ja, aber da hatten wir letztens auch das Thema, wenn man nämlich einfach mal die Fibos hier ansetzt, von hoch zu tief, dann ist das alles noch im Rahmen. Ja, da war das halt hier eigentlich auch nur eine 76er Korrektur. Also so ein bisschen Maximum. Relativ tief, ne, aber passt eigentlich noch. Könnte immer noch funktionieren, dass der Kollege hier nach oben rausläuft. Ja, und aber schwierig, weil was mir einfach nicht gefällt, ist, dass wir die 68.000 verkauft haben, habe ich gestern auch schon erwähnt, und da muss das Ding drüber weg, wenn das halt irgendwie noch was werden soll hier mit Long. Und dann muss der da schleunigst über die 68.000 da oben wegziehen und die von mir aus dann halt irgendwie in so einer Bewegung nochmal hinter sich lassen. Hier nochmal irgendwie einen Rücksetzer und dann halt feuerfrei. Ne? Und ansonsten wird das nichts werden. Ansonsten haben wir nämlich leider dann genau das Problem, was ich da halt eben ja auch schon gezeigt habe oder wo ich auch hier drauf hingewiesen wurde, dass es eine mögliche Flagge ist im Daily. Die könnte sich natürlich jetzt hier auch bilden und damit wäre man dann halt eben leider Gottes dann auch recht schnell unten. Wieso ist die nicht mehr drin? Gut, ist jetzt nicht weiter schlimm, aber genau diesen Dip würde dann mich dann halt machen, nämlich runter bis auf die 52.000 wäre dann halt tatsächlich denkbar. Hier im Daily sieht man halt auch nicht mehr als irgendwie ein Doji dahinter lassen. Was sagt uns der? Nix. Außer in der Regel, also entweder kommt eine lange Bewegung nach unten oder nach oben. Ne? Mehr sagt das Ding halt leider nicht aus. SMA20 hängt da oben so ein bisschen unbeantwortet. Der liegt auch bei der 68.000. Das könnte schon, ne, dazu führen, dass der erstmal zumindest abgeholt wird. Aber ob der dann da drüber zieht über die 68, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Ne? Ich habe ja gesagt, ich habe mich da nochmal eingekauft. Irgendwo bei der 67.000 nochmal mit einer weiteren Position. Und aber ich werde die nicht bedingungslos drin lassen. Kam gestern übrigens auch noch hier der Einwand, ja, verkauft doch einfach irgendwie diese Zusatzposition. Ja, genau, das ist auch mein Plan. Ne? Also wenn der jetzt nicht wirklich der Coin irgendwie im Schweinsgalopp da oben drüber zieht und dann werfe ich die einfach nochmal raus. Ich bin aber auch bereit, die im Verlust rauszuwerfen, ganz ehrlich. Ne? Ich muss das nicht irgendwie komplett mit doppelter Positionierung irgendwie da runter aushalten, wenn der jetzt halt irgendwie hier nicht aus dem Quark kommt. Und damit gucke ich dann mal über die Kommentare drüber. Ich bin echt gut in der Zeit. 25 Minuten bisher, die Uhr läuft. Was auch immer du gleich über Bitcoin erzählst. Am Wochenende kam bei der Sportschau Bitcoin Werbung nach dem Motto: Kaufen Sie jetzt. Das ist ein Short-Trigger. Da hast du recht, Wolkenkratzer, Budenzauber. Das ist in der Tat so. Weißt du, aber auf der anderen Seite, überall liest man jetzt irgendwie, also bei YouTube und egal wo man guckt, ja, Bitcoin, ja, Korrektur, 50.000, 50.000. Plötzlich ist die überall. Irgendwie vorher haben sie alle nur von der 60 geredet. Jetzt kommen sie alle mit der 50 da plötzlich um die Ecke. Das deckt sich zwar mit dem, was ich ja hier die ganze Zeit schon drin habe, aber wenn jetzt alle plötzlich runter wollen, ist das genauso ein Sentiment. Ne? Deswegen schwierig. Also das halt irgendwie
Ja, muss man schon ein bisschen aufpassen. Die Putzfrau fehlt noch, dass sie zu Bitcoin spricht. Ja, genau. Dann ist eindeutig Short. Da hast du auch wieder recht. Ne? Da sind wir beim Sentiment. Sagt Cashy. Wäre auch super, wenn du mal den Euro-USD. Ja, okay. Ne? Also ihr seht, ich komme mit der Zeit hier. Ist schwierig. Also, so, Kupfer auch. Leute, Herr Werner, in Gold kommt hier oben bei 2300 einiges zusammen bei mir. Könnte da drehen. Bei Gold, da sage ich dir, okay, passa, ne? Bei 2300 kommt gar nichts zusammen, weil der Markt da noch nie war. Ich weiß, da kann man natürlich wieder irgendwelche Diagonalen da halt hinzaubern, die sich da halt in irgendeiner Form kreuzen. Ich halte es, nicht böse sein, das ist nur meine Ansicht, die kann jeder machen, wie er will. Ich halte solche Sichtweisen immer für falsch. Und weil es gibt keinen Widerstand dort, wo noch nie verkauft wurde. Alles, was es dort gibt, ATHs, das habe ich schon 100 Mal rauf und runter geleiert, sind mögliche Widerstände, mögliche, mehr nicht, ja. Und aber wenn ich nur dort eine Linie habe, die ich da irgendwie aus welchen Gründen auch immer dahin ziehe, ist das kein Widerstand. Es ist ein möglicher Widerstand. Widerstand ist es dann, wenn dort Käufer auf Verkäufer treffen und die halt die dickeren Hosen anhaben. Dann ist es ein Widerstand. Deswegen mach dir da nicht so viel Kopf, ne, sondern guck dir das an. Und vor allen Dingen, mein Rat wäre, wenn du nicht positioniert bist, komm nicht auf die Idee, einfach so blind irgendwie Short dagegen zu halten. Ne? Und kannst du machen, ist aber dann halt Gezocke. Meine Meinung. So, Coinbase steht auch schon auf der Werbebanner. Ja, ne? Auch hier wieder Sentiment, sagt der Alex. Micha, die 52.000 haben wir doch schon vor Ostern besprochen. Genau. Warum sollte er vorher steigen? Warum nicht? Vielleicht, weil jetzt irgendwie gerade zu viele runterkommen, weil zu viel Alarm da irgendwie gemacht wird. Ne? Wir werden es sehen. Ihr merkt ja selber, ich bin da sehr zurückhaltend. Ne? Also ich sage ja nicht, der steigt jetzt über die 68.000. Kann aber trotzdem sein. Ne? Das kann sein. Der muss ja nicht irgendwie jetzt so ein Gebilde voll machen, nur weil halt irgendwie die Regel besagt, eine Korrektur muss irgendwie drei Wellen haben oder so, ja. Oder halt, weil die Flagge muss da fertig werden. Das ist ja alles nur im Zweifelsfalle eher ja, irgendwie mit, wie heißt, mit Vorsicht zu genießen, solche Sachen, ne? Mittlerweile überall Krypto, ja, ne, klar. Aber das heißt, ich meine, aber im Bitcoin ist so viel unfassbar Volumen drin, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt so tragisch ist, ne? Könnte natürlich auch dazu führen, dass jetzt eben, weil die ETFs und so weiter, was da halt alles gerade zusammenkommt, das befeuert den Markt halt schon. Und deswegen nicht nur aufs Sentiment gucken, ne? Okay, der Cashy wieder mit seinen Algos. Da kommen wir jetzt dann über die 45 Minuten, die will ich nicht machen, aber schreib mir nochmal, wie gesagt, die Mail, ich gucke mir es an. Es gibt Formationen, die Algos bilden und die werden aufgelöst. Glaube ich nicht. Ne? Also, ich glaube immer noch nicht, dass Algos in Diagonalen traden. Das ist aber auch nur meine Meinung. Ne? Und weil man halt irgendwie relativ deutlich sieht, dass die halt im Timing unterwegs sind, im Timing und im Framing. Aber wie gesagt, das ist meine Beobachtung, meine Meinung. Ne? Die kann auch falsch sein, gar keine Frage. Aber das musst du schon ein bisschen mehr untermauern. Musst du auch nicht, ja, nicht falsch verstehen. Ne? Aber wenn wir darüber reden sollen, wenn ich mir das genau angucken soll, dann brauche ich da einfach so ein bisschen mehr. Ne? Nochmal, nicht böse sein. Goldmänner wollen doch nicht so hoch für die ETFs kaufen. Ja, die Goldmänner wollten aber auch nicht so hoch in Gold, ne? Oder alle irgendwie. Und Gold steht irgendwie plötzlich an Leveln, die auch irgendwie keiner hat kommen sehen von den ganzen Big Player, ne? Also zumindest mal halt von den Großbanken. Alle Targets irgendwie drunter. Habe ich heute auch nochmal geguckt. Da ist irgendwie so gut wie keiner ist da noch irgendwie überhaupt hier oben dabei mit seiner Prognose für 2024. Und das, was ich bei Gold eingezeichnet habe, übrigens dieses Big Bangs Minimal Target, das war für das vierte Quartal 2024. Und was haben wir? 4. April. Also vielleicht meinten sie auch den vierten Monat und nicht das vierte Quartal. Alright, gut, ihr Lieben, ganz vielen Dank fürs Dabeisein. Ich habe mich heute ein bisschen kürzer gefasst, unter 30 Minuten, so wie ich das sehe, müsste eigentlich so stimmen. Mache an der Stelle auch Schluss. Morgen NFP Live Trading zusammen mit FX Flat, beziehungsweise präsentiert von FX Flat 14:15 Uhr. Aber ganz sicher dann eben am Abend davor nochmal der Ausblick für den Freitag. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Habt einen schönen Restabend, falls ihr es am Abend geguckt habt hier live. Und ansonsten natürlich allen in die Runde einen erfolgreichen Handelstag am Donnerstag. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.